Ähnlicher Kurs, glaube ich, wie vorher gesagt, bei der Staatsmeisterschaft. Ja, ist ein ziemlich ähnlicher Kurs, nur in die andere Richtung quasi. Ich glaube, Kolzschinger Berg ist sicher auch ein bisschen gefährlicher. Was nehmt ihr euch für heute vor? Ja, Bundesliga-Rennen, nach längerer Zeit wieder mal, aber wir wollen auf jeden Fall am Podium stehen. Natürlich kann ich ganz erhoben. In Österreich 2017 bei der Weltmeisterschaft war auch dabei bei den Jungen und hat den 6. Platz damals in Bergen, Norwegen. Marco Friedrich, Zieger, Grossel, Daniel Lehner, Matthias Mangerzeder, Fabian Schurmeier, Daniel Burg, habe ich schon erwähnt, von Mollen und Ricardo Zoedl. Naja, den muss man sowieso immer auf der Rechnung haben. Die Form scheint zu stimmen. Ich meine, die Form passt gut, aber jetzt, was sagt es, die letzten 5 Ausfallungen, 4 Steirer waren, was man schön in Druck aufgibt. Aber ich kann gut mit Druck umgehen auf der Hinsicht und ich teile es auch. Ja, ich bin der Gastgeber, das ist die Ehre, dass ich hier bin, weil ich auch gut bin, dass ich auch gut bin. Das ist voll wichtig, wir wollen die Radnation und das Radland Nummer 1 werden. Wir wollen dem Radsport eine besondere Bedeutung geben und schenken und versuchen hier natürlich auch die unsere Infrastruktur aufzubauen und das ist unser Ziel. Solche Veranstaltungen wie heute, wie stolz, danke auch der Gemeinde Neuburg und allen Beteiligten, die in der Organisation dabei sind. Das war meine erste Straße, der Öl damals noch als Fußballer. Und jetzt kam es schon mit von den Leuten, wir sind dann mit der Reihe zurückgekommen. Was ich damit sagen will, ist trotzdem eine gewisse sentimentale Geschichte hier, wie du gesagt hast, das erste Rennen als Radsportler, Straßenradsportler und jetzt eben das erste Rennen als Präsident des Landes. Ja, ich bin schon mit dem herzlichen Dank an alle, an den Ampel-Leuten, an die Feuerwehr, an die Polizei und an die vielen Helfer, die alles auch auf der Rennstrecke organisieren. 3, 2, 1, Start! Das ist der Start der 59. Burgenland-Rundfahrt, 1. August 2021. Start des 4. Rennens der ÖRV Radliga. So, hier haben wir den Rennleiter der Stuttgarter. Eigentlich möchte ich sagen, ist er fast der prominenteste Urheber. Direkt von Tour de France, Peter Stuttgarter, Berlin-Österreicher, war ja als Rennleiter.
Na, wo sind sie jetzt? Wo könnte es jetzt sein? Da muss ich sagen, dass die Tankstelle fährt. Ich glaube, da ist die Tankstelle. Ja. Ja, ist auf der Kopfnummer weiter. Da ist ungefähr 1000er Marken drin. Das ist